Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. In der letzten Folge haben wir ja die 5 Artefakte aus... Können wir eigentlich raus? Können wir raus? Tatsächlich. Es war gerade eben noch Sonnenuntergang, das... Oh. Manchmal fühle ich überhaupt keine Bindung mehr zur Realität. Fast ein Jahrzehnt meines Lebens futsch, für die Suche nach diesen Edensplittern. Denk an das schöne Gefühl, wenn wir die Templer endlich gestoppt haben. Ich weiß nicht, ob das jemals endet, Desmond. Ich kann das nicht ewig tun. Das glaube ich nicht. Meine Lucy brachte mich her und bildete mich aus. Die würde nie aufgeben. Schätze, ich habe dich gut ausgebildet, wie? Na, ganz okay. Ach, wie süß und verliebt die beiden doch sind. Wie schön, dass wir mal eine nicht so bekannte Stelle, ein bekanntes Dialog aus Assassin's Creed jetzt lesen konnten oder hören konnten. War Schluss mit dem Spaß. Gehen wir jetzt wieder zurück. Ja, man kann schon fast sagen, zur Realität, zu Ezio zurück. Dafür, was das Spiel eigentlich gemacht wurde und... Ja, Ezio wartet. So. Wie wunderschön es doch war. Oh, verdammte Hacke. Ja, was gibt's zu sagen? Nichts. Es ist 22.38 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall. Da ich... Ja, warum freue ich mich eigentlich? Nein, ich freue mich einfach, weil ich so optimistisch bin. Und 600 Meter laufen muss. Egal, wir nehmen ein Pferd. Dankeschön. Und schau, Pferd. Arschbombe! Wie geil. Oh, ich wünsche, es gäbe auch Skills, womit man Arschbomben machen könnte. Hier in AC Brotherhood. Ich bin ehrlich gesagt wirklich erschöpft, weil ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, 10 Folgen hintereinander aufgenommen. Okay. Ich hab mal eben Bock, diesen Borgia-Turm zu eliminieren. Und es ist ehrlich gesagt wirklich hart, die ganze Zeit hintereinander aufzunehmen. In der letzten Folge hat man ja die 5 Artefakte aus Monterey Johnny gesehen. Hier sieht man wieder Assassin's Creed, also im Mittelalter. Oh, geil, die Musik. Aua! Es tut weh. Ich interessiere mich jetzt nur noch für den da unten. Entschuldigung. Komm schnell. Entschuldigung. Deine Brüder werden was? So. Terrakotta-Gefäß, was ist das? Plündern wir ihn mal.
Und den hier. Also ich freue mich wirklich jetzt. Ich habe so viel Stoff zum Hochladen jetzt. Endlich. Also ehrlich, ohne Scheiß, ich freue mich wirklich. Whee! Das war echt schön. Und Scheiße, hier kommt man ja echt durcheinander. Nächsten Moment, ich gebe gleich einen Moment. Panel. Oh, verdammt, Hacke. Kann ich nicht irgendwas benutzen? Oh, verdammt, Hacke. Oh, geil. So einfach kann es gehen. Nutzen wir hier die Pistole. What the fuck? Egal. Jetzt können wir wenigstens in Ruhe raus. Und jetzt nach rechts. Und verdammt, das war doch nichts. Dann doch nach links und dann wieder zurück. So. Verdammt. Oh. Keine Ahnung. Ach, hast du? So, bye. Oh mein Gott, das ist ja Romulus Rüstung. Zack. Und oh mein Gott, hey, das ist ja echt Romulus Rüstung. Das ist ja Hammer. So, plündern und interagieren. Ah, alle Schlüssel und Schriftrollen müssen wir finden. Gar kein Problem, schaffen wir locker. Aber wenigstens können wir jetzt den Borgia Tower hier. Ah, da muss ich die ganze Zeit, ey, mich Blödkopf. Ja, da lang. Hoffe ich mal. Und da lang. Und jawoll. Bam, 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 bam. Wo ist denn hier der Borgia Tower hier? Da oben ist er. Da ist er. Oh, mein Ohr tut gerade so richtig weh wegen meinem Headset, ey. Oh, bald ist, regieren hier wirklich die Assassinen, ey, ohne Scheiß, das zeige ich euch. Bam, 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 bam. Oder wie Gronk immer sagt, lalalalala. Ach, der gute alte Gronk hier. So, ihr könnt mich nicht finden, ne, ihr kleinen Hundesöhne. Perfekt, perfekt, perfekt. Aber ist das dem Ezio nicht ein bisschen zu riskant auf dieser Höhe? Ja, jetzt nicht, aber... Ich habe das Gefühl, dass wir da lang müssen. Und mein Gefühl sagt mir das Richtige. Ich liebe meine Gefühle.
Tschüss. Wie schön. Und hier können wir uns wahrscheinlich... Ah, neuer Rekrut. Aufträge Barcelona. Boah, das ist zu schwer. Das ist einfacher. Ja, ist jetzt auch nicht so wild, wenn er stirbt. Das ist 80% reicht. So, dann gehen wir nochmal nach Florenz und gucken hier. Gehen wir in Level 3er, in Level 1er und noch ein Level 1er. Dann würde jeder von denen 24 Erfahrungspunkte bekommen. Ja, das ist okay, das ist viel, das ist gut. So, Wien. Warum? Ja, Rom ist perfekt. Ganz sofort der hier. Komm. Schaffst du locker. Und du auch noch. Hier, komm. Los jetzt. So, da habe ich jetzt einfach alle meine Assassinen jetzt verballert. Und ich sehe schon wieder, 11 Minuten sind jetzt vorbei. Wir haben heute nur Sinnloses gemacht in dieser Folge. Aber was heißt ja heute? Heute haben wir nichts Sinnloses gemacht. Ich habe jetzt mittlerweile 11 Parts von Assassin's Creed aufgenommen. Die sind noch alle online. Also schaut sie euch an auf meinem Kanal. In meiner Playlist. Die sind alle wunderschön. Und ja. Ah, hier ist ein Abstergo-Agent. Wie schön. Das habe ich jetzt wirklich vor, mit euch in der nächsten Folge zu machen. Aber bis dahin müsst ihr erstmal gespannt bleiben und warten. Und das Warten wird sich lohnen. Denn wir werden in der nächsten Folge vieles machen. Das sage ich jetzt schon mal. Ja, bis dahin bleibt einfach froh. Und ja, bis dahin, euer Jane.